Flux FM in digitaler Gesellschaft. Der Digitale Gesellschaft e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der sich für Grundrechte und Verbraucherschutz im digitalen Raum einsetzt. Das geht uns alle ja was an und hier auf Flux FM bekommen wir regelmäßig Besuch von den Jungs und wollen ein aktuelles Thema mal genauer erörtern. Heute ist es die Netzneutralität, der wir uns widmen. Volker Tripp ist im Studio. Ich grüße dich, schön, dass du da bist. Hallo. Da wollen wir das Ganze mal ein bisschen aufrollen. Netzneutralität, was ist das nochmal genau und warum ist sie wichtig? Ja, Netzneutralität ist so ein Funktionsgrundsatz, der seit den Anfangstagen des Internet gilt und der besagt eigentlich, dass alle Datenpakete im Internet unabhängig davon, wer sie sendet, unabhängig davon, wer sie empfängt und auch unabhängig davon, welchen Inhalt sie haben, gleich gut und gleich schnell transportiert werden. Mhm. Und die Netzneutralität ist sozusagen die Voraussetzung für diese große Diversität an Diensten und Möglichkeiten, die wir heute im Internet haben, weil das bedeutet eben, wenn ich eine gute Idee habe, dann kann ich von meiner Garage aus sozusagen einen Online-Dienst zur Verfügung stellen und Kunden bzw. Zielgruppen auf der gesamten Welt erreichen. So, und deswegen und auch umgekehrt natürlich für den Endnutzer, ich kann alle Dienste in gleicher Qualität empfangen. Mhm. Und deswegen ist es extrem wichtig sozusagen für die Funktionsweise des Internet dieses Prinzip der Netzneutralität. Und welche Gefahren drohen nun dieser Netzneutralität? Es drohen eine ganze Reihe von Gefahren, vor allen Dingen von Seiten der großen Telekommunikationsanbieter, also derjenigen, die die eigentliche Infrastruktur betreiben, auf der die Daten transportiert werden. Diese Telekommunikationsunternehmen haben natürlich ein Interesse daran, diesen Datenverkehr so gut wie möglich zu kommerzialisieren und daran mitzuverdienen. Und sie nehmen so eine Art Mittelsmann-Position zwischen den Online-Diensten und dem Endnutzer ein. Und deswegen möchten sie ganz gerne genauer kontrollieren, welche Daten wie gut an wen durchgeleitet werden und daraus eben Geld schlagen. Also man könnte sagen, die Internet-Zitrone bis auf den letzten Cent auszupressen, ja, wenn man es mal ein bisschen auf die Spitze treiben will. Und zu dem Zweck ist eigentlich das Ziel der Telekommunikationsunternehmen, eine Art Zweiklassennetz zu errichten, in der es so eine Art allgemeinen Internetzugang gibt, in dem die Daten vielleicht auch mal nicht so besonders gut und nicht so besonders schnell transportiert werden und bezahlte Überholspuren, auf denen die Daten mit einer ganz festgelegten, garantierten Qualität weitergeleitet werden. Mhm. Ne? Und genau da droht eben die Auflösung dieses Prinzips der Netzneutralität. Das wäre dann das Ende und für uns Nutzer natürlich die Katastrophe, beziehungsweise das würde dann kosten oder eben auf die Qualität gehen. Ne? Seit vergangenem Oktober gibt es ja eine EU-Verordnung zur Netzneutralität. Aha. Und ihr habt die Parlamentarier vor der Verabschiedung dazu aufgerufen, das Internet zu retten und für eine netzneutralitätsfreundliche Fassung zu stimmen. Hat das was gebracht? Ist da jetzt alles in Butter? Wie können wir uns das vorstellen? Ja, das Gesetzgebungsverfahren auf EU-Ebene ist ja sehr, sehr lang und es sind insgesamt drei Institutionen beteiligt, die Kommission, das Parlament und der Ministerrat, in dem die unterschiedlichen Mitgliedstaaten sitzen. Und unser Aufruf hat tatsächlich im vorvergangenen Jahr, also 2014, etwas gebracht, als das Parlament zum ersten Mal darüber entschieden hat. Da haben sie nämlich eine sehr netzneutralitätsfreundliche Fassung beschlossen. Dann ging das Gesetzgebungsverfahren weiter, der Rat hat eine andere Fassung beschlossen und am Ende da schließen sich sogenannte Dreiecksgespräche, der Trilog, ja, zwischen Kommission, Rat und Parlament an. Und da wurde dann eben eine Fassung ausgekungelt, die weitaus weniger netzneutralitätsfreundlich ist. Warum? Also nominell steht zwar Netzneutralität drauf auf dieser Verordnung, allerdings sind viele Regelungen so vage und so unklar, dass eigentlich überhaupt nicht deutliche Grenzen gesetzt werden, gerade für Telekommunikationsanbieter, was eben die Einführung eines solchen Zweiklassennetzes angeht. Also eine sehr laxe Regulierung. Exakt. Klingt danach. Gibt es dann schon konkrete Auswirkungen dieser ja nicht ganz so festgezurrten Regeln, die es da gibt? Ja, also insbesondere die Deutsche Telekom hat offenbar die Verabschiedung dieser Verordnung als eine Art Startschuss begriffen. Denn wenige Tage nachdem im vergangenen Oktober diese Verordnung verabschiedet wurde, hat der Telekom-Chef Tim Höttges angekündigt, künftig für die priorisierte, für die bevorzugte Durchleitung von Informationen von Startups eben diese Startups zur Kasse zu bitten. Und da war plötzlich der Aufschrei groß, nachdem vorher es doch relativ schwierig war, die Öffentlichkeit für dieses Thema zu interessieren. Die Europäische Telekom Regulierer wollen bis August 2016 jetzt Regeln zur Auslegung und zur Anwendung dieser EU-Verordnungen erarbeiten. Das klingt schon mal gut. Was sind da aber Knackpunkte? Was meint ihr, wo wird's da kritisch? Ja, zum einen sind es eben diese Überholspuren, die sogenannten Spezialdienste. Nämlich die Frage, unter welchen Voraussetzungen dürfen solche Spezialdienste eigentlich angeboten werden? Und insbesondere die Frage, ist es eigentlich zulässig, dass man einen Dienst, zum Beispiel einen Videostreaming-Dienst wie YouTube, der im offenen Netz bereits etabliert,
etabliert ist, jetzt plötzlich auslagert auf einen solchen Spezialdienst und dann eben die Verbraucher zur Kasse bittet. Zum Beispiel so ähnlich, wie man das von Spotify kennt, dass ich also ein zusätzliches Video-Streaming-Paket kaufen muss. Ja, dann kriege ich zwar YouTube vielleicht in einer besseren Qualität oder so, aber ich muss eben extra dafür zahlen. Und genau das könnte dann Verbrauchern eben insgesamt drohen. Jede Menge neue Bundles, jede Menge neue Tarifpakete, die ich eben brauche, je nachdem, was ich im Internet machen will. Mhm. Und es gibt noch andere Gefahren. Eine ist das sogenannte Zero-Rating. Das bedeutet, dass der Datenverkehr zu bestimmten Diensten nicht auf mein Datenvolumen angerechnet wird. Also es ist insbesondere so im Mobilfunkbereich, wo man so volumenbegrenzte Pakete und Zugänge hat. Da ist es natürlich dann interessant, wenn der Datenverkehr zu einem ganz bestimmten Dienst nicht auf dieses Paket angerechnet wird. Das bedeutet aber dann aus Sicht von Online-Unternehmen, dass da sich ein Wettbewerber einfach einen Wettbewerbsvorteil erkaufen kann. Und wer kann das besonders gut? Das können die, die gerade schon besonders gut etabliert sind, ja, die eben die notwendigen Finanzmittel haben, um sich so eine Überholspur zu kaufen. Das heißt, insgesamt schaden solche Zero-Rating-Angebote der Innovation und dem Wettbewerb im Netz. Wie können wir als User da überhaupt eingreifen? Können wir euch unterstützen, dass ihr euch auch an die Regierungen, an die Regulierenden sozusagen wendet? Was kann man denn als einfacher User, der zu Hause vorm Rechner sitzt, sagt, oh Scheiße, wenn das hierzu kommt, da bin ich aber nicht mit zufrieden. Ja, man kann eben solche Verbraucherschutzorganisationen wie uns zum Beispiel mit Spenden unterstützen. Das ist natürlich ganz toll, denn wir sind eben auch genau an diesen Gesprächen mit den Regulierungsbehörden beteiligt und treten eben dann für eine Auslegung ein, die Möglichkeiten der Telekommunikationsindustrie möglichst weit zurückdrängt und die eben möglichst verbraucherfreundlich ist. Mhm. Das ist am ehesten das, was man machen kann. Und man kann dann natürlich, wenn sowas kommt, wenn solche Angebote kommen, auch ganz direkt mit seinem Portemonnaie entscheiden, nämlich indem man solche Angebote schlicht und ergreifend nicht bucht und dadurch eben sozusagen gar keinen Markt dafür erst entstehen lässt. Wenn wir das alles nochmal uns anschauen wollen, berichtet ihr wahrscheinlich regelmäßig auch auf eurer Website darüber, oder? Genau, auf unserer Website digitalegesellschaft.de findet man zu vielen digitalrechtlichen Themen ausführliche Informationen und die Netzneutralität ist eins der vorrangigsten Themen. Diesem Thema haben wir uns heute gewidmet und du hast Licht ins Dunkel gebracht, Volker, das war sehr schön. Danke. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal zu Besuch kommt. In regelmäßigen Abständen ist die Digitale Gesellschaft e.V. bei Flux FM im Studio und klärt euch auf die verschiedensten, über die verschiedensten Themen, die im digitalen Raum natürlich zutage treten. Es geht um Grundrechte, um Verbraucherschutz und das geht uns schließlich alle was an. Vielen lieben Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Hab einen schönen Mittwoch. Danke, tschüss.